Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part. Zum zweiten Part Pokémon Y Again mit dem Zwergenfürst. Ja, ihr habt richtig gehört, Let's Play Again. Den ersten Let's Play Pokémon Y Again Part haben wir schon hinter uns. Das ist ein bisschen her, dass wir den gespielt haben, aber gut. Ich glaube, wir müssen zurück zur Mutti. Sagen, dass wir jetzt Pokémon haben. Und da kommt auch schon Xana. Der ist doch Xana, oder? Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Tut mir leid. Ein Moment noch, Zwerg. Ich hätte gern, dass du mein erster Gegner bist. Es ist soweit Igamaru, unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Und unser erster Kampf in Pokémon Y. Na superb. Darauf haben wir alle gewartet. Los, Markus. Markus vs. Igamaru. Den Markus haben wir im letzten Part als Starter-Pokémon gewählt. Phoenix war unser Starter-Pokémon. Nun kämpfen wir gegen Igamaru, das vom cheapen Zeugs nachteiligende Pokémon. Ja, kommt auch mal vor, dass man gegen das schwächere Pokémon kämpfen kann. So, und schon haben wir es erledigt. Igamaru ist besiegt. Und wir haben Xana besiegt. So, Markus erreicht ein neues Level. Xana wurde besiegt. Oh nein, ich wollte meinen süßen Igamaru endlich noch ein bisschen länger zusehen. Zwergenfee gewinnt 500 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Xana hervor. Wow, du hast dich drauf, Zwergi. Fangt sich hände dein Pokémon. Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Mache ich richtig aus von dir, Xana. So, den ganz kurzen Eskizia-Pfad entlang. Da ist hier wirklich nichts auf dem Pfad. Da passiert ja auch nichts. So viel dazu. So, zurück bei der Mutter im Dorf. Sagen wir mal Bescheid, dass wir auf große Wanderung gehen. Große Wanderschaft. Und? Was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Moment mal, Zwergfee, dieser Pokéball. Hast du etwa einen Pokémon bekommen? Glückwunsch, dann bist du jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Du hast einen Brief für mich. Von jemandem namens Platan? Habe ich etwa einen heimlichen Verehrer? Oh, wie aufregend. Oh, was für eine schöne Handschrift. Mal sehen. Er möchte mich um etwas bitten. Aha, so ist das also. Zwangfee? Kaum sind wir hergezogen und dann gleich so etwas. Aber gut, ich bereite gleich etwas für dich vor, für deine Reise mit Fuchs. Aha, da bin ich ja mal gespannt. Da kommt sie wieder. Was hat sie dabei? Hier, Zwergenfee, ich habe dir auch ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das kommt so plötzlich. Genau wie der große, plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in einem Rihorn-Rennen. Du hast Freunde gefunden, du hast ein Pokémon bekommen und jetzt ziehst du hinaus in die weite Welt. Ach ja, sie werden so schnell erwachsen, die Kinder. Ach, vergiss das hier nicht. Zwergfee erhält Karte. Karte wurde in der Basisseite im Starship verstaut. Du weißt, wie man eine Karte liest, oder? Sicherlich. Hab schon ein paar Karten in Pokémon-Editionen gelesen. Hab schon ein paar Editionen unter anderem Pokémon Y durchgespielt. Wie die Mutter, so die Tochter. Wie in dem Beutel die Karte aus, wenn du sie benutzen willst.
Ich weiß zwar selbst nicht, was dieser Professor Platan dir zeigen möchte, aber eine Reise mit einem Pokémon ist etwas Wunderbares. Na dann, ziehen wir auf. Mit ganzen 10 Jahren gehen wir von zu Hause weg. Wir ziehen aus, wir machen eine Weltreise. Wir gehen weg von Mama und lassen die Mama zu Hause zurück. Und wir sind reif genug, um auf Weltenwanderschaft zu gehen. Ja. Gar nicht erst hinterfragen. Das ist das Beste. Ach, du warst das, Rion. Haha, es will dir eine gute Reise wünschen. Klare Sache, immerhin seid ihr beiden seit eurer Geburt dicke Freunde. Pass gut auf dich auf, Zwangfee. Ich hoffe, du machst das Beste aus deiner Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. Ja. Das ist ja, das ist schon Zeitverschwendung genug. Sie hat's erfasst. Mutter. Mach was Sinnvolles aus deiner Zeit. Stimmt ja, du hast ein Pokémon. Na, das war aber eine lange Reise auf Friedhorn. Das war ein weiter Weg, den er mich da getragen hat. Alles klar. Na dann, wieder zurück, den Eskischerfahrt. Und zurück zu Senna, Tireno und. Wie hieß der andere? Trovato Tomato hieß der. Ach, die sind weg. Okay, sind schon vorgegangen. Dann muss ich die verfolgen, muss den nachlaufen. Aber erstmal hier die Häuser untersuchen. Die Läden erforschen. Hey, was läuft mit dir? Herzlich willkommen. Wir verkaufen nur die allerbesten Tränke. Okay. Trinken kann ich hier kaufen. Okay, okay. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Bis bald, komm bald wieder. Oh, ein kleines Kind. Gib dich, wenn ich den Pokémon trinke, um sie wieder auf deine Hand zu bringen. Okay. Ein kleines Mädchen. In die Pokémon sind ein letztes Bonoveria, weil das eine Pokémon kostenlos wäre aufgepäppelt. Okay, okay, die sah nur so klein aus. Die ist schon ein bisschen größer. Obwohl, ja, nimmt sich nicht viel. Den würde ich hier, ja, 3 einschätzen. Da können 3 sein und die, 8. Sieht aus wie 8. Oder 10. Herzlich willkommen, wir verkaufen nur die allerbesten Tränke. So, ich möchte ein paar Tränke kaufen. Es ist gut, wenn ich unterwegs ein paar Tränke dabei habe. Einen habe ich leider schon. Was heißt leider? Zum Glück. So, da habe ich jetzt 5 Tränke in der Tasche. Reicht erstmal. Müsste reichen fürs Erste. So, Hallöchen. Hier, dieser Trank ist für dich. Ziehe dich nicht, ihn bei einem Bedarf einzusetzen. Zwangfield Trank. Natürlich, jetzt habe ich schon 6. Naja, was soll es. Tränke wurden in der Medizintasche verstaut. Wenn du genügend Trank hast, kannst du deine Pokémon jederzeit wieder gesund pflegen. So, ein Gratistrank. Wenn du auf melodische Klamotten stehst. Melodische Klamotten. Alles klar. Wenn du auf modische Klamotten stehst, solltest du nach Novaria City gehen. In der Boutique dort decke ich mich immer mit angesagten Accessoires ein. Diese Versprecher. Wieder unmöglich. Oh, ein Greis. Doch, hast du dich schon ins Tränken eingedeckt? Ja, in gewisser Weise schon. Mensch, die Pokémon-Kämpfe austragen, nennt man Trainer. Menschen, die Pokémon-Träger austragen, nennt man Trainer. Okay, da ich ein bisschen genuschelt. Ich kann es einfach nicht mit ansehen. Wenn ein Pokémon schlapp macht, wenn dein Team etwas Erholung braucht, kannst du jederzeit bei mir vorbeischauen. Ah, sozusagen das Pokémon-Center von Aquarelia City. Sozusagen. Sozusagen und quasi. Okay, was haben wir hier? Spielende Kinder. Mein Team bekommt von mir Streicheleinheiten bis zum Abwinken. Pokémon muss man fleißig trainieren. Alles klar. Und hier gibt es Pokémon. Wo bist denn du? Sämtliche Items, die man in seinem Beutel steckt, werden umgehend sortiert und an die passende Stelle befördert. Und zwar ganz automatisch. Toll.
Der Beutel ist echt ein echtes Wunderwerk. Ja, das bräuchte ich in Minecraft. Das wäre so schön, wenn man das in Minecraft hätte. Ja, ich weiß, da gibt es eine Mod für, da gibt es auch bestimmt irgendwas. Nicht über Minecraft reden in Pokémon. Aufhören. Schluss. Pokémon, die du mit seinen Pokémon fängst, Freunde, die sich mit dir an. Willkommen, dieses Geschäft hat sich auf den Verkauf von Pokémon spezialisiert. Dann kaufe ich doch mal ein paar. Wie wäre es mit 5? Bekommen bestimmt noch einige geschenkt, aber da habe ich zumindest ein bisschen was auf Vorrat. Okay, habe ich ein bisschen geshoppt. Ich war einkaufen. Hallöchen, wer bist denn du? Mit allen Reden hier, die am Weg stehen. Oh, offenbar hast du zu Hause jemanden, der dir bei der Reisevorbereitung zur Hand geht. Denk dran, an Pokébälle und Tränke sollte man nie sparen. Okay, was willst du noch? Hey Trainer, im Hochgras wirst du manchmal von wilden Pokémon überrascht. Aber keine Sorge, dein Team wird sich jeden Tag vor zum Kampf stellen. Danke für die Information. Na dann, schaut so aus, als ob wir ins Hochgras gehen. Progress Weg. Das ist unser erstes wildes Pokémon. Nice. Ein Taubsi erscheint. Los, Markus. Wildes Taubsi wird natürlich und selbstverständlich eingefangen. Zack, zack. War das ein Taubsi, das wir als zweites Pokémon gefangen haben? Könnte sein. Ich glaube ja. Justine. War das Justine? Ich glaube, das war so. Ich werde natürlich versuchen, ein bisschen andere Pokémon zu fangen als in meinem ersten Let's Play. Aber so ein paar Pokémon können wir ja so schon fangen. Als Hommage an die erste Version des Spiels. Eine schlechtere Version, wo ich das noch als allererstes Projekt gespielt habe. Oh, hallo Zwergi. Lass uns doch zusammen lernen, wie man Pokémon fängt. Och nee, bitte nicht. Nicht das Tutorial. Kanus Mama und Papa sind hervorragende Trainer. Deshalb weiß er auch ganz genau, wie man Pokémon fängt und mit ihnen kämpft. Meine Eltern sind stark. Achso, das ist ja. Meine Eltern sind stark, ja. Aber mit meinem Können hat das nichts zu tun. Jetzt schaut mir mal aufmerksam zu. Ein wildes Pokémon erscheint. Ein Skoppel. Deswegen kann ich reden. Okay. Dartiri ist schon in seinem Team. Müssen wir uns merken. Wird später eine Rolle spielen. Skoppel wurde geschadet. Spiegelblick. Silberblick heißt das. Ja, bin ein bisschen raus aus der Materie. Lange nicht mehr Pokémon gespielt. Naja, was heißt lange? Seit bestimmt einem halben Jahr nicht mehr. Hab eine kleine Pause eingelegt. Jetzt kann es weitergehen. Und zack. So, klasse, Skoppel wurde gefangen. Ja, nach der langen Pause Pokémon. Weiß ich jetzt auch wieder, wie man Pokémon spielt, wie man Pokémon fängt. Wurde mir jetzt erst wieder erklärt. Wow, steckt das Pokémon. Wow, steckt das Pokémon jetzt etwa in diesem Ball drin? Nein, steckt da nicht im Ball drin. Es hat sich aufgelöst, es verpufft. Aber Senna, dein Igamaru steckt doch auch in einem Pokéball. Ich gebe euch am besten auch ein paar Pokébälle mit auf den Weg. Zwang für alte Pokébälle. Habe ich es gesagt? Wir kriegen noch Pokébälle geschenkt. Pokébälle wurden in der Itemstasche verstaut. Das waren Pokébälle, stimmt's? Och, Senna, und was ist denn los heute? Kann ich damit auch Pokémon fangen? Nein, Senna, nein. Du kannst mit Pokémon keine Pokémon fangen. Nein, das ist absolut unmöglich. Logisch, die Pokémon in dieser Gegend sollten sich problemlos mit Pokémon fangen lassen.
Okay, wenn ich einem süßen Pokémon begegne, werfe ich einen Ball nach dem anderen. Und freue ich mich mit ihm an. Freunde mich mit ihm an. Wenn du wilde Pokémon fängst, werden außerdem auch deine Pokémon stärker. Gut Skinning. Er haut ab. Und ich darf hoffentlich jetzt auch abhauen. Ja, nice. Wildes Pokémon, das ist ein Zickzacks. Zickzack, zickzack, zick. Ich glaube, das fangen wir uns glatt als zweites Pokémon. Am besten mit Kratzer, damit wir das nicht komplett gleich burnen. Das wollen wir gleich verbrennen und ins Grab schicken. Okay, Markus ist auch schon sehr stark beschädigt. Das Vorbild von dem Pokémon Markus, also der Let's Play Markus, das ist ja kein Geheimnis, dass Markus nach Let's Play Markus benannt ist. Der macht, glaube ich, sogar gerade... Oh, Tackle. Scheiße! Markus wurde besiegt. Das wurde wohl nichts mit Zickzacks. Ja, das erste Game Over im Spiel. So früh schon. Na, oder? Wieder bei Mutti. Willkommen daheim, Zwergfee. Du bist bestimmt total erschöpft. Ruh dich für ein Weilchen hier aus. So gefällt ihr mir. Lal. So gefällt ihr mir schon besser. Du und dein Team seht wieder topfit aus. Ein kleiner Ratschlag von mir. Wie du ja weißt, wird die Energie der Pokémon in KP gemessen. Wenn sie ihre KP verlieren, kannst du sie zu Hause wieder auffüllen lassen. Wenn du eine längere Reise antreten willst, solltest du dich im Pokémon-Supermarkt von Aquarelia immer gut mit Trinken eindecken. So, und jetzt mach mich da draußen stolz. Pass immer gut auf dich auf. Stimmt ja, ich hatte Tränke. Ja, wozu Tränke? Und den ganzen Weg von vorne gehen kann. Naja. Wer es nicht im Kopf hat. 12 Sekunden später. Obwohl ein Zickzack ist, glaube ich, auch nicht gerade die klügste Idee. Dann nehme ich lieber einen Datiri. Hm? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist schon besser als ein Taubsi. Datiri. Du wirst jetzt gefangen. Datiri. Ich überlege mir gerade schon einen Namen. Wie nennen wir den denn? Den hatten wir, glaube ich, beim ersten Mal nicht im Team. Das Flug-Pokémon. Datiri. Ein Feuervogel. Ist doch, glaube ich, ein Feuervogel, oder? Wenn ich mich nicht komplett irre, ist das dieses Feuervögelchen. Ich streng mal meine ganze Kreativität an. Ich bringe mal meine ganze Kreativität auf. Ich werfe bei dem mal einen der 15 Pokémon, die ich habe. Na komm, Datiri. Eingefangen. Finde deinen Namen. Und werde poetisch, werde kreativ. Finde deinen Namen für Datiri, das du gerade gefangen hast. 2G. 2 und 4. Markus erreicht Level 7. Nice. Dann können wir jetzt einen Spitznamen geben. Sein Zwitschern ist wunderschön, aber wenn Gegner sein Revier betreten, kennt es keine Gnade. Registriert es ein Rotkehlchen. Vom Typ Normalflug, so viel zu Feuer. Egal. Wird vielleicht noch später. Spitznamen für Datiri. Och, tut mir leid, mir ist kein besserer Name eingefallen. Ja, ich kann es gerade nicht zeigen, aber tut mir schon, ich wollte es nur mal im Vorhinein sagen. Tut mir leid, ich wollte jetzt nicht den Klugen raushängen lassen und hier den Begabten und Literaturkenner raushängen lassen, aber es ist... Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe Vogel, roten Vogel, bunten Vogel gehört und in meinem Gehirn, in meinem verrückten Hirn hat es irgendwie, ich weiß auch nicht, wie mein Gehirn jetzt darauf gekommen ist, aber da ist der Name einfach, das war der Name, der mir einfach in den Kopf geschossen kam. Es tut mir leid, das ist, ja... Das ist nicht der hübscheste Name. Das ist eigentlich ziemlich cringe.
Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, verliegen schon bald die Fetzen. Zwergi macht einen auf Kultur. Eine Herausforderung von Jean. Zickzacks wird von Jean Teenager eingesetzt. Ja. So, Markus und das zweite Pokémon, das Name jetzt noch nicht enthüllt wird, wird später irgendwann mal mysteriöserweise enthüllt. Vielleicht sagt es irgendjemand oder ich muss halt mal irgendwie mal ihn einsetzen oder kommt halt mal vor. Dann werdet ihr es sehen. Also dann halte ich es noch spannend. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Will hier nicht angeben. Das ist, soll hier nichts bedeuten. Zickzacks besiegt. So, das hätten wir. Markus mit der Erfahrungspunkte. Was war das denn? Du bist viel zu stark für mich. Sangfi gewinnt 120 Pokémon Dollar. So viel Geld hat der Kleine doch nicht. Geht siegreich gegen seinen ersten wilden Trainer hervor. Gegen ihren ersten Trainer hervor. Ich spiele jetzt hier die weibliche Figur in Pokémon Y. Again. Nuvaria Wald. Da sind wir in unserem ersten Wald. Und da kommt Zanna von hinten. Warte, lass uns zusammengehen. Ich habe so ein Gefühl, dass etwas Aufregendes passieren wird, solange ich bei dir bin. Nee, nö. Nicht in diesem Wald. Nicht in diesem. Hier passiert nichts. Trank gefunden. No, da passiert schon was. Aber ich glaube, das war so ziemlich das Spannendste, was hier passieren wird. Na schon, Kalem und Tireno. Er beobachtet dich. Du wirst mir kämpfen. Hallöchen. Der Kleine hier hat mich zu einem Pokémon-Kampf herausgefordert. Ich nehme natürlich an. Okay. Kann ich darum herumgehen? Muss ich nicht kämpfen. Warte mal eben, Zwingi. Ich habe da drüben etwas gesehen. Ja. Sieh mal, was ich gefunden habe, Zwingi. Das schenke ich dir. Ich liebe ja Rätsel. Und deshalb schaue ich mir alles immer ganz genau an. Para-Heiler gefunden. Boah, nicht schlecht. Medizintasche verstaut. Und weiter. Immer weiter voran. Können wir den Kleinen vielleicht austricksen? Die können mich ja nicht sehen, wenn ich neben ihm stehe. Trainer. Komm, beweg dich, dreh dich um. Trainerkämpfe vermeiden. Ja, so geht's. Immer drum herum rennen. So. Nächstes wildes Pokémon. Ein Grillmack. Nein. Ich habe schon einen Feuer-Pokémon und einen Grillmack. Nee, nicht mein Typ. Pokémon Weiß hatte ich das im Team, aber hier kein Bedarf. Obwohl, ich glaube, in Pokémon Weiß hatte ich auch ein anderes. Da hatte ich, glaube ich, das Pflanzenäffchen-Pokémon. Nee, da hatte ich, ich glaube, das Pflanzen. Ich hatte ich. Hast du genügend Pokémon? Ja, genügend. Kommt drauf an. Okay. Kommt drauf an, was du unter genügend verstehst. Ein Trainer. Ich hoffe, dein Team hat keine Angst vor Unwettern. Dann gleich hagelt es Blitze. Ein wilder Trainer erscheint. Eine Herausforderung von Luis. Luis? Pikachu wird von Luis eingesetzt. Mega! Na super. Damit wir hier gleich mit Klischees angeben können. Los, Markus, Glut. Anliege das Pikachu. Donnerschock auf Markus. Der könnte gleich erledigt sein. Ach nein. Wird er nicht. Er ist Level 7. Das Pikachu ist Level 5. Ich hab Glut. Und er ist verbrannt. Das Pikachu ist gleich besiegt. Und er setzt eine defensive Attacke ein. Ist da. Markus ist noch lange nicht passé. Ist noch lange nicht besiegt. So, Pikachu ist jetzt besiegt. Na, dann war's doch super. Markus reicht Level 8. So.
warte auf die Meldung. Das zweite Teammitglied kriegt auch was. Da wird der Name auch mit eingeblendet. Putzblitz, dein Team ist echt stark. Zwingfi gewinnt 120 Pokémon-Dollar und kriegt aus dem Kampf gegen die Göre hervor. Jetzt immer weiter voran. Oh, du hast ja ein wahres Pokémon. Und wo irgendwas in der Art. Mit dem Pikachu fangen, sagt sie. Trank gefunden. Ich habe jetzt aber schon ganz schön viele Tränke hier. Hier gab es doch Pikachus zu fangen hier im hohen Gras, oder? War das falsch? Dann möchte ich aber auch unbedingt eins fangen. Na komm, Pikachu. Ich will ein Pikachu im Team. Dem gebe ich dann einen besseren Namen. Als das zweite Pokémon. Das noch nicht aufgetaucht ist. Deshalb wurde sein Name auch noch nicht erwähnt. Ein Grillmack. Nein, ich will keinen Grillmack. Ein Pikachu soll es doch hier geben. Ich brauche einen Pikachu. Pika. Pika, das dritte. Da sind sie jetzt immer so abgehackt. Ich versuche das so zu reden, dass ich richtig schneiden kann. Weil ich versuche dann immer noch die schwarzen Bildschirme rauszuschneiden. Ein Raupi. Wahrscheinlich werde ich es auch so tun. Deshalb rede ich dazwischen nichts Wichtiges. Doch komm, besiegen wir das Raupi. Das kriegen wir noch hin. Ein paar Erfahrungspunkte für Markus. Zack. Markus zurecht Level 9. Warte, bis der Name gespoilert wird. Bisher noch nicht. Mal schauen. Ich mach's einfach so im Geheimen, bis es das Spiel mir aufzwingt. Blut. Bisher wurde er noch nicht angezeigt. Da haben wir so ein paar Erfahrungspunkte. Man suchen jetzt hier noch ein bisschen rumwühlen hier in diesen Grasbüschelchen. Irgendwann kriegen wir es. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt noch rein zufällig kommt, wenn ich es gar nicht mehr erwarte. So. Kratzer. Jetzt besiegen wir das mal, das Sodamak. Zatak. Blut bringt hier relativ wenig. Kratzer. Zurück. Na komm, Kratzer. Zatak. So, Volltreffer. Kratzer gegen Kratzer. Hier wird sich gekratzt wie im Kindergarten. Zack. Sodamak besiegt. Na komm, muss doch ein Pikachu im Mohngas. Komm bitte. Wie die Zuschauer hier auch nicht queren. Oh, ein Vegimak, das hatten wir noch gar nicht. Das können wir hier einfach verbrutzeln. Mit Glut. Gleich alle Attackenpunkte vergeuden und auskosten. Schön Erfahrungspunkte sammeln fürs Team. Nur für und der Rest des Teams noch nicht. Raupi! Was soll ich denn mit einem Raupi? Ich weiß, kann ich mir auch ins Team mit reinnehmen. Aber eher nicht. Gras hier für einen Part. Oh, ein Trainer. Kann ich vielleicht dort hinten ein anderes Büschel? Jederzeit, überall, gegen wen auch immer. Das ist das Tolle an Pokémon kämpfen. Na komm, die erledigen wir auch noch. Die Göre Mieze. Zwei Pokémon hat sie. Ein Honidu hat sie hier gefangen. Markus gegen Honidu. Na komm. Das kriegen wir ja mega einfach hin. Blut. Level 9 gegen Level 2. Ein Witz. Ein Witz ist das. So. Dann Skoppel. Ne, ich möchte nicht wechseln. Ich möchte weiterkämpfen. Wir wechseln erst, wenn Markus besiegt ist. Das Ersatz-Pokémon. Glut. Skoppel. Vielleicht kriegen wir sogar hin, das bis zum Ende des Parts zu verschleiern. Dann bleibt das einfach spannend bis zum nächsten oder bis zum übernächsten Part. Das ist doch mal eine Taktik. So hält man sich die Zuschauer warm. Können sie dann irgendwann mal im nächsten Part schön dranbleiben. Quasi ist irgendwann Markus recht Level 10. So. Mizubelgüre besiegt. Ach, schon erraten, also so geheim ist das ja nicht.
habe hier schon auch einiges angedeutet. Namensrätsel hier im Pokémon Y. Ich mach's spannend, ja. So schaut's aus. Pikachu! Du bist kein Pikachu, du bist ein Dartier und dich habe ich schon. Ich habe schon ein Dartier gefangen. Brauche nicht noch ein zweites. Ich wollte einen Pikachu hier im Wald fangen. Es kommt aber keins. Ah. So ein Safe-Con hier, so ein blödes Safe-Con. Das wird schon mal mit einem Welt-Safe-Con. Oder Robby hier. Ah. Biestig Safe-Con. Ich will noch meinen Pokémon kriegen. Mein Team voll kriegen. Wird schon. Spoilert bitte jemand das zweite Team-Pokémon. Du bist also als Erster hier angekommen. Ja, ich habe mir sogar noch Zeit gelassen, bin auch ein bisschen mal umgedreht und auch noch ein Pikachu gesucht. Sieht so aus, als hätte mein neuer Nachbar das Zeug zum Pokémon-Trainer. Ja, schaut so aus. Naturator Tomato ist auch angekommen. Die Bewegungen von Pokémon sind einmalig. Die würde ich gerne in meinen Tanzmoves einbauen. Tireno, du bist viel zu vernacht in die Bewegungen von Pokémon. Okay, alle sind hier. Auf nach Novaria City. Auf geht's. Boah, da sind wir am Overweg. Sag doch mal, was habt ihr denn jetzt alle so vor? Na, ich werde mich auf die Suche nach Pokémon begeben. Ist doch klar. Achso, den habe ich jetzt falsch gelesen. Den wollte ich anders betonen. Ach ja, fängt schon wieder an. Immerhin hast du der... Professor, mein Herz, der Professor darum gebeten. Wenn dann so ein bisschen hochnäsig, so ein bisschen, ne, Streber, so ein bisschen, so ein bisschen lesen. Ist er zwar nicht, ist klar, aber weil so ein paar Klischees hier einbauen. Naja. Alle Pokémon haben einen Lieblingsort. Mit anderen Routen, auf den Routen, kann man völlig andere Pokémon treffen, als in Wellenbildern. Andere Pokémon benutzen dann sicher auch neue Attacken, was? Ich will die verschiedensten Bewegungen sichern. Und was ist mir, Kalm? Ich werde mich an der Arena Leitern von Novaria versuchen. Wenn man sich mit der Leiter einer Arena misst. Ich sollte aufhören, ich sollte eine Pause einlegen. Hält man nämlich einen ganz guten Anhaltspunkt. Was man als Trainer so taugt. Du weißt ja echt gut Bescheid. Ich habe viel von anderen gelernt. Das ist übrigens für euch. Hier, das ist so eine Art Expeditionshandbuch. Da drinnen habe ich die 10 wichtigsten Tipps für Pokémon-Trainer festgehalten. Hier, du bekommst auch eins. Zernfee erhält Abenteuerfiebe. Ja, das wird bei mir einstauben. Das wird irgendwo eine Basis-Items-Tasche liegen und nie wieder ausgegraben. Ballast im Rucksack. Aber danke, Kalem. Wenn euch mal irgendwas unklar ist, dann werft einfach einen Blick ins Handbuch. Ja, habe ich bestimmt nötig. Cool, danke. Ich werde erstmal versuchen, dich ein bisschen besser kennenzulernen, Yamaro. Und was wirst du machen, Swaggy? Ich breche einfach in die nächste Stadt auf. Tschüss, Leute. Ich bin ja mal unterwegs. So. Trainer Kind fordert uns heraus. Wenn die Mama sagt, geh mal, Gruß muss man zu einem Kampf erwidern. Bei einem Gruß muss man den Kampf erwidern? Was ist denn das für eine Welt? Vorschüler, zack! Und bestimmt ein Zickzack. Raupi! Ja, klassisches Trainer-Pokémon. In wildem Gras. Gerade Vorschüler. Die haben immer solche Raupis und so weiter. Kratzer! Machen wir es mal ein bisschen spannend. Ja, spannend wird es hier nicht. Naja, Raupi Level 2, Markus Level 10. So, Kratzer. Kratzt. Kratzt das Raupi. Also Game Over gekratzt. Kann ich mal einsetzen. Azuril. Nein, ich möchte nicht das Pokémon wechseln. So, zack, setzt Azuril ein. Okay. Auch ein schönes Wasser-Pokémon. Was nimmt sich mit Feuerbekämpfer? Ja, ist jetzt bei Level 4 noch nicht so tragisch. Soll man vielleicht trotzdem lassen. So, zack. Besiegt.
sollte mein zweites Pokémon noch trainieren, ein bisschen. Also mal enthüllt werden. So. Ich habe keine Ahnung von Kämpfen. Deshalb überlasse ich alle Entscheidungen Pichu. Lesen kann, schreiben kann sie nicht. Und lesen kann ich wahrscheinlich auch nicht. Eine Herausforderung von Vorschülerin Elke. Elke. Das ist ein ziemlich älter Name. Also ich habe jetzt keine neueren Kinder mehr, also keine 21. Jahrhundert Kinder mehr. Du wirst die Elke heißen, oder? Das ist doch, also, da musst du schon so, da musst du schon noch aus dem anderen Jahrhundert stammen, wenn der Elke heißt, oder? Glaube ich nicht, da ist das wieder Trend. Ich kenne keine Elkes, die jung sind. Hast du etwa verloren? Was? Hast du etwa verloren, Pichu? Ich kann es nicht lesen, weil sie so schlecht schreibt. Zwangfee gewinnt 80 Pokémon Donner und geht die Kreise aus dem Kampf gegen Vorschülerin Elke hervor. Und weiter geht's in der nächsten Stadt. Ein Zerschneiderbus. Busch. Platz da! Pflaster, hier kommt der Landvogt. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. So ungefähr. Nuvaria City. Ja, hier mache ich jetzt mal kurz eine Pause. Weiß nicht, wie lange der Part jetzt schon geht. Ob das jetzt das Ende eines Parts ist. Wenn es das der Fall ist, drück mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich im nächsten Part. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.